Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dübe Detlef und der Grind. Es geht mal wieder weiter in der kleinen Grind-Runde. Ich habe ja auch mal wieder gesagt, ich würde natürlich gerne mal wieder Enfriends spielen. Aber es gab jetzt wieder ein bisschen Frontline und neue Angebote. Und wie ihr seht, es gibt hier wieder eine Reihe neue Panzer, die jetzt in meiner Garage stehen. Zum Beispiel zwei Artis, die werden wir jetzt hier in dieser Session nicht fahren. Wahrscheinlich in der nächsten Session werden wir diese fahren, die beiden Artis. Auch ein bisschen aktiver, werde ich wieder so eine Arti-Runde machen. Was eher langweiliger ist, sage ich euch vorher Bescheid und dementsprechend können wir dann was machen. Ja, Simon Scout, der Setter ist bei mir in der Garage. Der WZ, der Achter, Neuner, Udis. Ja, so ein bisschen was dazugekommen. Die Foch macht auch sehr viel Spaß, die werden wir auch noch fahren. Ja, TDs und die guten alten Artis gehören halt mit zu meinen letzten Panzern und von daher müssen wir die auch mal fahren und wir fangen mit dem WZ an. Muss ich ehrlich sagen, macht mir sehr viel Spaß, der Tank. Ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Gut, auf der Map jetzt nicht unbedingt so super. Gibt irgendwie schönere Maps. Hoffen wir mal, dass vielleicht irgendwie was spottet. Was haben wir? Ein Lighthammer. Das ist ein LTTB. Eine Arti, 4 TDs auf jeden Fall, 6 Stück, das ist doch ordentlich. 4 Zehner, oh, ich mag dieses Matchmaking einfach nicht, ne? 4, 5, 6, das ist so eine schlechte Schablone. Finde ich viel schlechter als 3, 5, 7 zum Beispiel. Aber gut, ist wieder dann wahrscheinlich Ansichtssache. LTDB fährt nicht in die Mitte. Wichtige Information für uns. Wir müssten ja eigentlich drehen. VKB fährt da auf jeden Fall in die Mitte rein. Sehr aggressiv hier. Wir werden hier keine Spots bekommen. Das sieht man ja schon auf der Minimap. Ich würde fast behaupten, wir verlegen uns nach unten. Jetzt gucken, dass ich hier nirgends aufgehe. Ah, die feuert in den typischen Busch rein. Da hätten wir auch stehen können. Wäre natürlich unschön gewesen. Bei so vielen TDs, aber natürlich eine typische Position. Uns geht da schon mal ein Panzer raus. Batchet sehr aggressiv auf dem Feld, aber unser LTTB nimmt ihn raus. Gut. Bin jetzt hier unten nur als Support sozusagen da. Kann mir aber nicht so wirklich vorstellen, dass hier der Gegner sehr aggressiv wird. Unten in der Ecke stehen welche. Da oben steht das Objekt oben oberhalb. Wir kriegen hier nicht wirklich Schusskanäle. Arti feuert weiter. Ja, wir würden hier, glaube ich, sogar aufgehen, wenn wir jetzt hier um die Ecke gucken. Wir werden es einfach mal probieren. Gehen selber nicht auf in dem Moment. Gehen wir noch ein Stück weiter. Immer noch nicht auf. Ah, oh, okay. Die sind hier unten. Gut zu wissen, dass der Gegner hier ist. Können wir die Ecke abnehmen. Dass da was kommt, ist ja auch eher unwahrscheinlich, aber Gadget wird aggressiver. Ist klar. Ja, genau, was wir jetzt hier machen können. Puh, schwierig. Die Batchet fährt jetzt unten aggressiv ran. Das ist auch unproblematisch. Wie kriegen wir Zugriff auf das Game? Das ist die große Frage. Ich glaube, wir könnten Zugriff bekommen, wenn jetzt hier was vorfahren würde. Dann würden wir halt einen Schuss bekommen.
bekommen. Puh, super schwierig. Vielleicht hier unten ein bisschen aggressiver, da wo das 277 ist. Oh. Fährt eine Skorpione mit daran. Sehr mutig von ihm. Wenn ich hier ein bisschen aggressiver gepiekt hätte, hätten wir wahrscheinlich auch noch einen Schuss drauf bekommen. Scorpion ja auch ein guter, agiler Panzer. Der kann das natürlich machen, den Move. Vielleicht geht was auf. Ja, weniger. Okay. Der Gegner drückt. Das heißt für uns, wir gehen hier unterstützen. TB fährt durch. Kann ich sehen. Gegner brennt ab, das ist schon mal gut. Ah, da hätte man durchkommen können. Jetzt hier ein bisschen aggressiver werden eigentlich. Oh nein. Oh, den Schuss hätte ich auch gerne gesetzt. Ratchet kommt. Den nehmen wir mit. Geht der denn hin? Den habe ich auch nicht gesehen. Hat nicht mehr viel live. Puh, vielleicht kriegen wir unten noch einen Schuss rein. Das wäre natürlich... sehr gut. Oh. Den kann man aber machen, finde ich. Also wenn man mal guckt, wo ich hingeschossen habe. Boah, der Schuss fliegt aber auch sonst wohin, ne? Also den habe ich jetzt nicht so gesehen. Da oben soll er hin. Er fliegt wieder sonst wohin, ne? Also das ist ja unangenehm. Habt ihr das gesehen? Also oben ist ja der kleine Capola. Da möchte man natürlich durchschießen. Mit dem Kaliber. Aber das war ja unverschämt. Er ist ja sonst wo eingeschlagen. Rechts, links, überall vorbei. Eigentlich gut eingeziert und die Kanone ist jetzt nicht unbedingt die ungenaueste. Den Boost werde ich hierfür nicht nehmen. Gerade für die Artis, weil ja, das ist ja eine Session, die jetzt hier ein bisschen länger geht. Werde ich das eher für die einsetzen. Foch genauso nicht. Ein sehr schöner Panzer, macht sehr viel Spaß. Ist ja voll ausgebaut. Brauchte ich nicht wirklich was investieren. Ich glaube, die Ketten, da habe ich investiert. Ansonsten war alles vorgegeben. Hätte eine bessere Map sein können. Also zum Beispiel den auf Paris mag ich lieber. Hier wäre ich lieber mit dem WZ gewesen. Jetzt sind wir hier eher so in Richtung Supporter. Also jetzt haben wir hier 257 und 325. 325 für Türme ist natürlich knackig.
Oder wenn wir gleich die E75s bekommen, die beiden. Vielleicht sehen wir die ja gleich vor uns. Das heißt, da können wir dann auch knackig durch den Turm durchschießen. Auf der Gegnerseite ist einer von Fame im T28 Prot. Sehr interessanter Panzer für einen Fame-Spieler auf jeden Fall. Mit dem kann man jetzt nicht super aktiv am Spiel teilnehmen. Sehr anfällig. Aber er fährt sehr aggressiv, wenn wir das sehen da hinten. Scheint auch so, dass der Gegner hier ein bisschen über die untere Seite spielt. Hier den Doppelbusch nicht rein. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt hier aufgegangen bin. Schöne Ziele auf jeden Fall. Mal das gleich, wer rüber guckt. Ich könnte sogar dahin ziehen, weil da guckt auch immer einer hoch, genau. Nein, bitte nicht. Unten wird Druck aufgebaut. Da nicht durchkomme und gleichzeitig aufgehe, ist ziemlich frech. Ich wollte gerade sagen, dann werde ich wohl durchkommen. Wir können gleich uns mal verlegen, dann gehen wir in Reload. Kommen wir nicht dran vorbei. Glaube ich mal in den Reload und dann werden wir über die linke Seite arbeiten. Leider lade ich hier noch ein bisschen zu lange. Da rein, wo sie reingehen sollten. Aber wir kriegen die Seite geklärt, wie es aussieht. Ja. Locker auf jeden Fall. Der T30 ist natürlich interessant. Unten verlieren wir jetzt doch ein paar. Tja, was steht da noch? Der Stritzwagen ist ja noch nicht offen gewesen. T30 links liegen lassen, runterfahren, unten clearen. Könnte funktionieren, ja. Ich glaube, das ist sogar mit die schlauste Taktik, die wir machen können. Die Frage ist so ein bisschen, wo der Stritzwagen ist.
Leider zerteilen sich gerade unsere Panzer so ein bisschen. Okay, wer konnte mich da einschießen? Okay, steht da, das ist nicht gut. Müssen wir uns ein bisschen verlagern. Sterben viel zu viele. Leider die Blindschüsse nicht getroffen. Der T28 Pro darf hier sogar noch wen rausnehmen. Das ist von der Position her, stehe ich jetzt hier ziemlich bescheiden. Ich weiß nicht, warum die Leute sich jetzt so weggeopfert haben. 5-12, völlig übertrieben. Verstehe ich nicht. Ja, das hat das Team sauber weggeworfen, tatsächlicherweise. Also da waren wir sehr im Vorteil. Vielleicht früher verlegen, runter zur unteren Front und dann da dann den Druck aufbauen und den Schaden anbringen. War an der Stelle wahrscheinlich einfach nicht gut sauber runtergespielt. So, erste Runde im Setter. Na, da bin ich ja mal gespannt. Soll gerade die Reihe soll sehr schlecht sein. Dementsprechend müssen wir einfach mal gucken, was wir damit leisten können. Ist natürlich immer schade, wenn du so ein Game verlierst. Ich will auch gar nicht wissen, ja doch, eigentlich will ich es wissen, wie viel der T28 gemacht hat. Nee, doch, 6000. Er hat 6000 Schaden gefarmt. Wie kann er denn bitte 6000 Schaden farmen? Wie geht das denn? Hier, 6000. Wie? Wo? Bei wem? T28 mit 6000. Da kannst du doch auch bloß wieder sagen, Mensch, Leute, es war doch einfach nur schlecht gespielt, oder? Ja, das ist ein 6er tatsächlicherweise. Da könnten sogar die 110 Durchschlag reichen. 180 ist natürlich eine sichere Sache. Aber es ist noch die kleine Gun, ist halt komplett Stock, ne? Dementsprechend viel APCR drinne. In den Kleinen, ich weiß nicht, ob der dann noch besser wird. Dementsprechend ist er jetzt auch noch langsam. Das werden wir gleich sehen. Da komme ich nicht ganz klar mit. T28 Prot mit 6000 Schaden. Wie kann mein Team das so wegwerfen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht. Der hier reinkommt, ja. Das ist frech. Das ist eine ziemliche OP-Position. Ich hoffe, die Leute können den da ein bisschen rausfahren. Nicht gut.
geht er nicht hier weg? Verstehe ich nicht. Oh, da komme ich nicht mal ran. Das ist natürlich unschön. Ja, das ist immer blöd. Also wenn er da reinkommt, ist das natürlich eine OP-Position. Und jetzt stehen die oben, also du kannst dann nicht mal um die Ecke fahren. Warum kriege ich die nicht reingeimpft? Gucken wir mal, ob wir den vielleicht von oben irgendwie rausbekommen. Ja, hat er gut gemacht, ne? Unser T71, wo ist der denn hin? Der ist hier bei mir. Er hat gut HP verloren, auf jeden Fall. Muss mal gucken, ob wir den da irgendwie rausgefahren bekommen. Nicht gut gespielt, leider. Doppelbusch, muss hier reicht haben, ja. Keine Ahnung, wie sie das gerade machen. Puh, wie können wir das aufklären hier? Habe ich gegen mich zwei. Keine Chance. Keine Chance. Da kannst du nichts machen. Ja, die sind da oben aufgegangen. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, dass sie da aufgehen. Das ist doch die große Frage. Also ich stehe vorne, ne? Oh, die andere Mission abgeschlossen. Ich stehe vorne, aber... Wie schaffen die das? Das habe ich jetzt schon wieder nicht ganz so verstanden, muss ich ehrlich sagen. Die Kombination halt daraus, dass sie so weit hinten stehen, eigentlich den Doppelbusch haben als Schutz, macht das Ganze eigentlich keinen Sinn. Sehr schade. Da wäre mehr gegangen. Ja, der Lynx. Eigentlich sollte man ihn am besten nicht im Random spielen. Also jetzt ist gerade mal 5. Dementsprechend, das nehme ich natürlich gerne mit. Aber ansonsten, kein guter Panzer. Also im Gegensatz zum Beispiel zum EBR, ja. Da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist halt so, ja. Puh. Weiß ich auch nicht. Die Frage ist, ob ich da schnell noch rüberkomme und da vielleicht sogar hochfahren könnte. Ich glaube, ich werde den typischen Spotbusch nehmen. Ich glaube, das ist am besten. Hier auf jeden Fall. Das geht noch schon links. Oh, sehr spät losgefahren. Okay.
Tja, wenn sie da rumfahren, dann habe ich natürlich ein Problem. Das kriege ich nicht auf, aber ja. Er fährt hier rum, das ist gut. Schießt natürlich keiner drauf. Ich bin nicht aufgegangen. War das jetzt der Ernst? Hat der Baum den... Hat das ausgereicht? Ja, der Baum war da, ne? Der hier. Der hat gereicht für einen Doppelbusch. Nicht schlecht. Gut zu wissen fürs nächste Mal. Alter, was macht er da rum? Was ist denn mit den Leuten nicht richtig? Bitte werft euch nicht weg. Oh, die stehen da unten schon wieder in der Gasse drin. Da hast du natürlich schlechte Chancen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem schnellen Fahren. Was habe ich jetzt aufgemacht? Oh nein, Skoda. Nein. Ich will eigentlich auf der Seite hier nicht weiter spielen. Tja, wie machen wir das am schlausten? Unsere Seite drüben verliert. Können wir danach drauf wirken? Ja, das können wir eigentlich. Ich darf nicht aufgehen, das wäre wichtig. Einmal. Oh nein. LOL. Bitte? Puh. Ja. Okay.
Na, war ich noch offen vielleicht. Ja, aber war für den eigentlich gar keine schlechte Runde. Vielleicht gewinnen sie es ja irgendwie noch. Das Verlegen rüber war gut. Bisschen glücklich noch weggekommen. Jetzt mit dem Scorpion natürlich auch glücklich verlaufen. Ach, war sogar ein Unentschieden mit dem Setter. Okay. Dass sie da noch auf den Unentschieden gekommen sind. Beide durchgekappt oder was? Basis erobert, ja. Also beide Seiten durchgefahren, alles klar. Das heißt... Ja, die haben durchgekappt. 9, 91, ja. Und die haben durchgekappt. Ja, unentschieden, das war doch gar nicht mal so verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, sind wir hier an der Stelle dann eigentlich schon durch. Ein Gefecht ist noch offen, aber das kommt ja dann im Nachhinein rein. Eins gewonnen, eins unentschieden, eins verloren und vielleicht sogar noch ein Win hinten raus, wer weiß. Also mal gucken. Schreibt mir auf jeden Fall in den Kommentaren, ob euch dieses Format noch irgendwie gefällt oder ob wir da vielleicht auch irgendeine Abwandlung machen sollen. Gerade wenn er sagt, unbedingt wieder mit Friends, ist lustiger. Klar ist es, aber man muss dazu natürlich sagen, 9er, 8er, 7er, das sind alles Stufen. Du wirst halt dem Zug meistens bestraft, das ist einfach so. 9er geht, 9er ist okay. Ne? Und Arti, mit Arti will keiner spielen, also das kann ich halt auch verstehen. Aber schön, dass ihr wieder zugeguckt habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dann nächste Woche Donnerstag für Let's Plays und natürlich Montag für das Replay aus der Week. Einfach einschalten, macht's gut und tschüssi.